俺なんでここに突っ立ってんだ。行こう。Wir schreiten den Pfad entlang durch das Tor und durch die an den vorbeistehenden Ninjas und den Typ, der meinte, direkt an uns vorbeilaufen zu müssen und uns wegschieben. Wir gehen den Pfad allein, den Kopf gesenkt, den Kopf in den Schultern, vorbei an den Waren und Läden und den spielenden Kindern. Wir stehen an der Kreuzung und wir wissen nicht wohin. Wohin sollen wir gehen? Wir werden weggeschubst von einer unnötigen Person. Die Tränen kullern von unseren Wangen herunter. Überall ist immer noch reges Treiben. Und schon wieder dieser eine Ninja, der uns schon wieder genau vor der Nase rumläuft und sich nicht entscheiden kann, welche Seite er nimmt. Yo, Naruto. Nimmu demo zuibun katsuyaku shite iru mitai da na. Sato no minna mo uwasa shite iru zo. Hisashiburi ni hanashi demo shinai ka? Ichiraku de ramen o ogotte yaru zo. やめとく。ナルト。Wir lassen unseren Was? Wir lassen unseren ersten Sensei Iruka einfach bei den Nudeln stehen und gehen gesenkt unseren Weg weiter. Weiter an den ganzen Läden. Die Leute schreien, die Leute rufen, doch wir hören sie nicht. Naruto, bist du? Ach, schon gut. Er weiß, dass etwas nicht stimmt. Und was hat eigentlich die Dame da? Das interessiert mich jetzt ein bisschen. Sensei. Unser Sensei ist tot. Und er kommt nicht wieder. Die alte Frau, die immer noch das Ninja von Lop, das Jutsu von Madara drauf hat, läuft immer noch den einen Weg entlang. Und die Dame schreit immer noch. Und immer noch können wir sie einfach nicht hören. Wir verstehen nicht, was sie uns zuruft. Wir verstehen nicht, was sie uns verkaufen will. Erneut gehen wir die Brücke entlang. Wie hieß es, über 7 Brücken musst du gehen. Und wir haben sie überquert. Doch wir waren nicht einmal das helle Licht. Warum gehen wir überhaupt diesen Weg entlang? Er ist unbrauchbar. Wo führt er uns hin? Immer weiter weg. Die Füße, sie tragen uns einfach. Wir können sie nicht kontrollieren. Wir können nicht entscheiden, was sie tun. Wir sehen uns um und bemerken, dass wir gerade am Tor stehen. Sashiburi no Konoha! Yappa kaette kuru to hotto suru! Konkai no ensei nimmu, nagakatta shi ne. Minna genki ni shite kana? 再会すんのが楽しみだな。おい、そんなにはしゃぐな。みっともないぞ。しょうがねえだろ、先生。本当に久しぶりなんだからさ。Wir waren auch lang unterwegs.俺も、木の葉に戻ってきたとき、はしゃぐなってエロ仙人に言われたっけ？
Wir verlieren uns in den Erinnerungen an Jiraiya. ねえ、今日の修行もなかなかきつかったってばよ。まだまだこれからだっての。少しずつ修行の量を増やしていくからの。へへへ。なんだ、いきなり笑いよって。そんなに次の修行が楽しみか。いや、そうじゃなくて、修行やってると嬉しくなってさ。嬉しい？ 修行ってはすげえきついけど、でも少しずつ佐助に近づいてるって思うと嬉しくなってさ、もっともっと強くなって絶対に佐助を取り戻してやる。常に明るく、そして前向きな姿勢か。ふっ、お前を見てるとこの忍びの世もいつか明るい光が差すように思えてならん。 突然なんだよ。残念なことだが、今のこの世には憎しみがはびこっている。憎しみ？争いが生み出す産物、何かを失って生じる恨みの感情。オロチマルやサスケも家族を失い、憎しみに囚われた被害者とも言えるの？ その憎しみをどうにかしたいとは思っとるんだが、実際にはどうしたらよいのかわしにはまだわからん。だがいつかは人が本当の意味で理解し合える時代が来るとわしは信じとる。なんか難しいってばよ。答えが見つからんかった時はその答えをお前に託すとしようかの。アス、エロ仙人の頼みなら仕方ねえってばよ。 Und wir sind froh, dein Schüler gewesen zu sein. Speichern. Naruto. Iruka-sensei. ジライヤ様のことを聞いたよ。俺のことをずっと見てて欲しかった。俺が火影になるとこ見てても自分の孫のようだといつも鼻高々に話してくださった。エロ仙人が、お前が自分の意志を継ぐ存在だと信じてた。いずれ立派な火影になると信じて疑わなかった。だから、でも、エロ仙人はもういいね。 孫みたいに思ってくれてても、火影になるって信じてくれてても、もうエロ仙人はいねえ。もう。
どこにもいねえ。いるさ。え？お前の中に、お前の心の中にいる。そして、ずっとお前を見守ってくれてる。俺の中に？確かにジライア様は、お前の前からは消えた。でも、ジライア様から受け継いだ意志は生きている。意志？長い間、ジライア様と共に歩いて、お前は何を受け取った？それこそ、数えきれないほどの思いを、意志を受け継いだはずだ。意志は生きている。ジライア様の意志は、お前の中で、しっかりと生き続けているんだよ。目をつむってみろ。お前の中に、ジライア様はいるはずだ。お前が同じような目にあったとしても、しっかりと前を向いて進んでくれることを。その瞳は曇ることなく、信じた道を突き進むことをな。わしはいつでもお前を信じておるからな。どうだ？お前の中のジライア様は、何と言ってる？ここでうじうじ落ち込んでろって言ってるか？言って、ねえ。信じてるって。しっかり前向いて進んでいくことを、信じてるって。信じた道を突き進むことを、信じてるって。いつでも俺のこと信じてるって言ってくれた。そうか。俺が落ち込んでたら俺らしくねえ。おかげになれるって言ってくれたのに、孫みたいだって言ってくれたのに、落ち込んでばかりいたらエロ仙人に怒られるってばよ。すげえ辛いし、悔しいし、苦しいけど、立ち止まるのはもうやめだ。うじうじしてんのはもうやめだ。俺は俺らしく、エロ仙人からもらったものを引き継いで、自分の人道を突き進んでいくってばよ。エロ仙人の弟子として最後まで。それでこそ俺の知ってる渦巻きナルトだ。頑張れよ。うん、ありがとうイルカ先生。Letztes Kapitel, die Geschichte von Naruto Uzumaki. Oh Leute, ich bin jetzt gerade ein bisschen... ne? Es sieht so aus, als wären alle da. Bist du wieder in Ordnung? Bist du wieder in Ordnung, Naruto? Ja. Er sieht wirklich besser aus. Also gut, Lord Fukasaki, bitte sagen wir uns alles, was du über Pain weißt. Natürlich. Und das sind die Informationen über Pain.
die der kleine Jiraiya uns hinterlassen hat. Mangan, das ist beunruhigend. Beunruhigender, als ich erwartet hätte. Und es gibt 6. Hast du selbst auch etwas gespürt, Lord Fukasaku? Wir brauchen jetzt alle Informationen, die wir bekommen können. Ich habe Besonderes, nichts Besonderes, aber... Moment mal, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, also der kleine Jiraiya hat etwas gemacht. Hör, was ist los? Der Echte ist nicht hier. Der Echte ist nicht hier? Was soll das denn bedeuten? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, warum er das gesagt hat. Mit so wenig Informationen können wir nicht viel tun. Naruto? Ich habe Pain ziemlich gut durchschaut. Naruto? Ich werde trainieren gehen. Naruto, was redest du denn da? Es spielt keine Rolle, was für tolle Fähigkeiten er hat. Ich muss einfach nur stärker werden als er. Ich werde trainieren und ich werde diese Stärke erreichen. Und ich werde den Tod des perversen Izanuki rächen. Ich kann nicht einfach herumsitzen und nichts tun. Sich selbst anzutreiben ist gut, aber du kannst so viel trainieren, wie du willst, gegen die Pain hast du keine Chance. Was redest du denn da? Komm mit, ich werde dich an Myoboku-Berg, verdammt ist das ein scheiß Name, des Eremiten-Jutsu lehren. Myoboku-Berg? Du hast recht, das ist echt ein beschissener Name. Kann ich Pain schlagen, wenn ich dort trainiere? Das weiß ich nicht. Aber deine Chancen werden besser stehen als jetzt. Gut, dann ist die Sache klar. Wenn es einen Weg gibt, Pain zu schlagen, dann werde ich ihn beschreiten und bis zum Ende gehen. Ha, gut gesagt. Dann vertraue ich dir Naruto für eine Weile an. Er hat eine große Klappe, aber kümmere dich trotzdem gut um ihn. Ich denke, das bekomme ich schon. Also gut dann, Naruto Kleiner. Bereite dich auf dein Training vor. Ich warte am Tor von Konoha auf dich. Irgendwie höre ich keinen Ton mehr. Er nimmt aber noch auf. Nur des Momentos. Das gefällt mir gerade irgendwie gar nicht. Ah, Ton! Alles klar, ich werde mich mit Leib und Seele ins Training stürzen. Mein Ton war aus. Ja. Okay, aber bevor wir uns eigentlich hier in das Training stürzen und uns noch ein bisschen mit den Leuten unterhalten, würde ich sagen, reicht das erstmal für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch allen einen schönen Abend, schönen Tag, schöne Weihnachten. Hoffentlich sieht man sich irgendwo mal online. Tschüss.